So, hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf der Maker Stage. Den nächsten Vortrag werden wir hören und es geht um das Thema LoRaWAN und dafür darf ich Frau Karin Willers auf der Bühne begrüßen von The Things Network Munich. Hallo. Sie wird uns jetzt einiges über die Funktionsweisen von LoRaWAN erzählen und welche Möglichkeiten man als Maker damit hat. Viel Spaß. Genau, wir reden über LoRaWAN für Maker. Ganz kurz, Karin Willers, ich bin Physikerin, verdiene mein Geld im Bereich Software-Test und bin Mitglied bei The Things Network in München. Na? Worum geht es heute? Internet of Things, LoRa, LoRaWAN, Things Network und ein paar Beispiele, wo sich Maker in dem Themengebiet einbringen können, weil es ja doch ein relativ großes Feld. Ja, da oben fehlt natürlich was. Internet of Things, IoT, verbindet Sensoren mit einem Netz. Wir haben normalerweise relativ wenig Rechenleistung lokal. Die Knoten sind drahtlos angebunden, batteriegetrieben. Wir sprechen über Lebensdauern von 1 bis 10 Jahren mit einer Batterie, haben üblicherweise abgelegene Messpunkte und IoT-Knoten sollten üblicherweise einfach zu konfigurieren sein. Was ist LoRa? Das ist ein Funkstand, der durch die Firma Semtech definiert wurde, der ist patentiert. Es ist eine spezielle Modulationstechnik für hohe Reichweite. Wir haben nur geringe Datenraten, aber sehr geringen Stromverbrauch. LoRa arbeitet in den freien ISM-Bereichen bei uns in Europa. 868 Megahertz. Frei heißt natürlich nichts unreguliert, das heißt, wir haben durchaus Regularien über Sendeleistung und Datenraten, die wir übertragen können. In der EU haben wir da 0,1% pro Band und Stunde, das heißt, man kann natürlich nicht ständig Videos oder Musik streamen, sondern man schickt üblicherweise alle 5 Minuten 10 Bytes Messwerte von irgendeinem Temperatursensor oder irgend sowas in der Richtung. LoRaWAN ist jetzt das Kommunikationsprotokoll, das auf dem LoRa Physical Layer aufsetzt. Das Wichtigste ist, dass wir eine sichere bidirektionale Verbindung haben, das heißt, die Daten werden von Anfang bis Ende über AES encrypted. Das heißt, niemand, der die Netzwerkschlüssel hat, kann die Kommunikation abhören. Und der große Vorteil ist, dass bis auf die Funktechnologie, die bei Semtech patentiert ist, alles Open Source ist. Und die Semtech-Leute wollen natürlich auch ihre Chips verkaufen. Also von daher ist es kein Thema. Man findet die ganzen Quellen vom Network-Server auf GitHub. Also im Prinzip ist alles offengelegt und von jedem einsehbar. Reichweiten und Datenraten. Also wir haben jetzt hier da unten mal in dem unteren Eck diese ganzen kurzreichweitigen Netzwerke, ganz unten RFID, das nur über ein paar Zentimeter geht, Bluetooth, Low Energy irgendwie 10 Meter so in der Gegend, Zigbee, dann gibt es oben Cellular, da sind wir im Kilometerbereich und dann gibt es nochmal diese ganz speziellen Long Range Netzwerke wie Sigfox und LoRaWAN und da spricht man dann unter idealen Bedingungen schon bei über Reichweiten von 10, 15 Kilometern. Die Frequenzen sind jetzt in Nordamerika 950, 15 Megahertz,
Hier in Europa verwenden wir 868 MHz Band und die Australien, die sind beim 434. Also wenn man hier einen Überblick über LoRaWAN hat, sieht man hier auf der linken Seite diese ganzen Endknoten. Die senden die Daten ins Netz und mit der richtigen, mit dem richtigen Protokoll. Und dann gibt es dazwischen hier diese Gateways, die die Nachrichten aufnehmen. Die werden dann über entweder über 3G oder zum Beispiel über reguläres Kupfer-Ethernet an den Network-Server weitergeleitet, laufen dort auf und werden dann vom Network-Server zur Applikation weitergeleitet. Das kann jetzt irgendwie MQTT sein, irgendeine Visualisierung, Node-RED, was auch immer. Und wichtig eben von Anfang bis Ende mit AES verschlüsselt. Das Things Network hat jetzt eben auf seiner Agenda eben diese Sensoren mit den Netzwerken des Internets zu verbinden. Das Things Network hat die Möglichkeit, diese Gateways, die wir da auf der linken Seite gesehen haben, zu registrieren. Man kann dort wenn man dort einen Account hat, kann man Applikationen und Geräte anmelden, um sicherzustellen, dass nur die eigenen Daten von eigenen Geräten mit den eigenen selektierten Applikationen sprechen können. Die Datenkommunikation kann man sich natürlich auch dort von den eigenen Geräten auch anschauen. Und TTN hält die Daten auch nochmal für 7 Tage und löscht die dann auch wieder. Kann man dort über irgendeine API einfach im Internet abrufen. Das sieht dann letztendlich so aus, dass wir hier links diese Nodes haben, die reden mit LoRaWAN, Gateways und in der Mitte ist der Network-Server durch das Things Network bereitgestellt. Das Ganze ist eben kostenlos. Die Idee ist einfach ein breites Netzwerk aufzusetzen. Die Gateways werden üblicherweise durch die Community bereitgestellt, das heißt entweder durch Privatpersonen oder irgendwelche Firmen, die Interesse an der Geschichte haben, die stellt sich an einer Gateway hin. Wenn man jetzt mal sieht, welche Anwendungen gibt es da, also sozusagen die allererste bekannt gewordene große Anwendung ist Mause- und Rattenfallen in Amsterdam. Die Firma Xignal hat da, glaube ich, 10.000 Fallen im Feld. Und bei so einer großen Installationsbasis ist es unmöglich, quasi täglich einen Wartungstechniker vorbeizuschicken, um zu gucken, ob da eine von den Fallen ausgelöst hat. Andererseits muss man natürlich zeitnah den Mausleichnam entfernen, damit es nicht riecht. Das heißt, da unten ist ein LoRaWAN-Sender drin, der dann eine Nachricht verschickt, wenn ein Nager gefangen ist und dann kann ganz gezielt eben der Wartungstechniker am nächsten Tag auf seiner Tour das Tier entsorgen und die Falle wieder aufziehen. Und es kann natürlich auch vorkommen, dass die Falle auslöst und die Maus noch schnell entkommt, muss aber trotzdem jemand vor Ort sein. Weitere Anwendungen sind Landwirtschaft, Überwachung von Weinbergen, Mikroklima, zu gucken, also wirklich ganz detailliert für jede Reihe Rebstöcke in der Weidewirtschaft. Da gibt es Anwendungen, zum Beispiel in Australien, wo ganze Rinderherden so einen Ohrclipser kriegen, wo ein GPS-Tracker drin ist und man kann dann auf die Weise seine Herde überwachen und gucken, ob da irgendwo eins von den Tieren ausgebüxt ist und nicht mehr in der Herde ist. Leute machen Bienenstocküberwachung,
Es gibt in England so ein Flutnetzwerk, wo geschaut wird, wenn es stark regnet, ob in irgendwelchen Kanälen das Wasser ansteigt. Parksensoren. Die Deutsche Bahn hat im Augenblick gerade ein Pilotprojekt. Die vernetzen Bahnhofsuhren mit LoRa, schauen, ob die Bahnhofsuhren noch laufen, wollen in Zukunft die auch bei der Zeitumstellung, falls es sie nochmal geben sollte, auch zählen können und bauen Besucherzähler ein, um zu schauen, wie viele Personen jetzt an den Bahnsteigen sind, ob es da irgendwelche Häufungen gibt, vielleicht auch um Reinigungspersonal zu schicken. Also die Deutsche Bahn ist da sehr aktiv. Das nächste Thema wäre jetzt LoRaWAN für Maker. Da gibt es natürlich viele Bereiche, die für Maker interessant sind, wo man sich je nach Interesse einbringen kann. Das eine wäre natürlich mal Funktechnik und für die Pfennigfuchser die Regularien, was man alles darf und was man nicht darf. Man kann Nodes und Gateways selber bauen. Das ganze Thema Sensorik ist quasi uferlos. Es gibt jede Menge Sensoren zu kaufen. Man kann sich mit Programmierung von Nodes beschäftigen, mit der Arduino-IDE zum Beispiel. Also Softwareentwicklung ist ein Thema. Ein großes Betätigungsfeld sind Low-Power-Sensoren, also welche, die sehr lange mit einer Batterie arbeiten. Da kann man sich austoben. Generell einfach der Einblick in Mikrocontroller-Hardware und einfach Stichwort Löten, Messen, Steuern. Ich denke, dass das natürlich immer ein Maker-Thema ist. Also da gibt es ziemlich viele Betätigungsmöglichkeiten. Also bei den Sensoren hin sind hier mal welche abgebildet. Wir haben oben Luftdrucksensor, es gibt Lichtsensoren, feuchte Sensor unten, die üblichen Gassensoren. Also da gibt es bei den Versandhäusern des Vertrauens beliebig viel Material. Das heißt, Sensoren muss man eigentlich im Regelfall nicht selber bauen. Also die kann man, bis auf Spezialfälle, kann man die kaufen für billig Geld und muss da auch nicht selber arbeiten. Man kann Nodes kaufen, da gibt es auch natürlich viel, viel am Markt. Also es gibt welche mit diesen Microchip-Modulen. Adafruit hat sowas. Also da gibt es auch, also für Leute, die sowas nicht selber bauen wollen, gibt es auch ziemlich viel fertig. Man kann natürlich Nodes selber bauen, kein Problem. Da gibt es diese Trägerboards. Man kauft sich dieses kleine Funkmodul, das ist in der Mitte, einen Arduino und hat dann mit Antenne und Batterie einfach ein eigenes Sensor-Node, das man für, sag ich mal, für 15 Euro selber bauen kann. Das heißt, man schließt dann noch irgendeinen Sensor an und hat dann seine Temperaturmessung zumindest notzeitig fertig und kann die dann übers Gateway ins Internet schicken. Thema Antennen ist auch sowas, wo sich die Maker betätigen können. Man kann natürlich beim Versandhändler Antennen in den verschiedensten Ausführungen kaufen, wobei da natürlich der Punkt ist, dass die Antennen nicht immer gut sind. Das heißt, speziell von Händlern aus USA, die liefern dann zum Teil 915 MHz Antennen mit, die für Deutschland oder für Europa nicht gut sind. Also da muss man sicherlich gucken, ob die Antennen wirklich brauchbar sind. Also nicht alles, was man kaufen kann, ist auch wirklich gut. Man kann natürlich Antennen selber bauen, sowas wie rechts hier abgebildet, das ist so eine Groundplane-Antenne. Also auch da in dem Thema Antennenbau sind für Maker ist ein breites Betätigungsfeld. Gateways gibt es auch fertig.
Da gibt es dieses ganz neue Indoor-Gateway, kostet in etwa 69 Euro. Das ist gut zum Debuggen, zum Testen. Man kann es letztendlich im Reihenhaus, fürs Haus und für Haus und Garten reicht es aus. Dann kommt jetzt ganz neu raus für 399 Euro ein echtes Outdoor-Gateway. Das heißt, die Preise sinken auch sehr stark und die Verbreitung von Gateways nimmt hoffentlich einfach zu, weil die Anzahl von Gateways bestimmt die Abdeckung und das ist noch eins der größeren Probleme. Wir in München haben sehr gute Netzabdeckung, das heißt, wir haben, denke ich mal, so um die 25 bis 30 Gateways in München, aber die ländlichen Bereiche sind dann schon nicht so gut versorgt, auch im München Osten, also da hört es dann schon auf. Also da gibt es dann wirklich nur vereinzelt Gateways. Man kann natürlich Gateways selber bauen, da gibt es die Möglichkeit mit Raspberry Pi und einem Konzentratorboard, das ist dieses grüne Ding da oben, da ist der Empfänger für die 8 LoRa-Kanäle drauf. Man braucht nur einen Power-over-Ethernet-Adapter, geeignetes Outdoor-Gehäuse, möglichst eine gute Antenne und dann ist man für 250 Euro im Besitz eines eigenen Outdoor-Gateways. Das Things Network hat in München sozusagen eine Dependance, Things Network München, gegründet 2016 natürlich. 47 Gateways laut Webseite sind natürlich auch welche drin, die inzwischen immer aktiv sind. Also wir dürften in etwa 25 bis 30 Gateways haben, die in München ständig aktiv sind. Wir sind gute 50 Leute auf der Meetup-Seite, also auf der Meetup-Liste sind, glaube ich, 200, die unser Meetup abonniert haben. Wir haben über Things Network eine Community-Seite. Als Things Network München veranstalten wir monatliche Treffen, so eine Art Stammtisch, üblicherweise im Münchner Maker Lab an der Landsberger Straße, Leonrothstraße, Landsberger Straße und machen Workshops zum Thema Nodes bauen, Gateways und wenn man sich beim Meetup anmeldet, findet man uns und kriegt die Einladung zu den monatlichen Treffen. Das wäre jetzt so mal der große Überblick. Gibt es da noch Fragen, Anregungen, Ideen? Ja? So was wie ein Netzwerkscanner, ich sag wie am Handy, wo ich schauen kann, gibt es hier WLAN-Empfang, kann ich das suchen, gibt es hier ein LoRa-Gateway in der Nähe? Na, das gibt es so nicht, weil das Gateway ja üblicherweise passiv ist. Das Gateway empfängt ja nur die Daten, das heißt, es sendet nichts aus. Es gibt aber die Möglichkeit eines sogenannten TTN-Trackers. Das ist ein Gerät, das verschickt die aktuellen GPS-Daten über TTN und man kann dann seinen TTN-Tracker in einer Applikation, die diese verschickten Datenpakete auf einer Karte grafisch anzeigen, kann man dann quasi verbinden. Das heißt, man sieht dann, man schickt quasi ins Leere die Pakete und sieht dann auf der anderen Seite mit dem Laptop nach, auf der Landkarte habe ich Empfang. Das heißt, man sieht dann, kriegt dann so eine Art Heatplot, wo guter Empfang ist oder wo überhaupt nichts ist. Das heißt, es funktioniert umgekehrt, man schickt Pakete weg und guckt nach, wer empfängt die Pakete und wie ist die Signalstärke. Gibt es gerade für dieses Arduino-Frontend, gibt es da fertige IDEs, mit, wo auch quasi diese ganze Konfiguration vermutlich für TTN mit drauf ist?
oder muss man sich da selber durchfusseln? Im Prinzip ja. Es funktioniert so, dass es, wenn man jetzt ein Arduino als Node verwendet, gibt es natürlich fertige Sketche, so ein Demo-Sketch. Und da muss man aber noch Daten von TTN eintragen. Das heißt, man meldet sich bei TTN an, registriert ein neues Gerät und kriegt dann einige Schlüsselwerte in dem Registrierungsfeld. Und die muss man dann auf dem Node eintragen. Und dann ist sozusagen, passt die Node zu dem Gerät, das bei TTN hinterlegt ist. Danke. Ich habe mir so einen Bausatz geholt mit einem Raspberry Pi, habe den noch nicht zusammengebastelt. Okay. Was könnte ich denn theoretisch für einen Radius damit abdecken? Der Amerikaner würde sagen, it depends. Das hängt davon ab, wo man ist. Wenn man jetzt zum Beispiel hier im Haus ist mit viel Stahl, ganz schlecht. In der Stadt wird man wohl 100 Meter, 200 Meter bis 1 Kilometer kann man erreichen. Wenn man jetzt Line of Sight hat, freie Sicht 10 Kilometer, immer vorausgesetzt, man hat gute Antennen, das ist quasi der Knackpunkt, wer eine schlechte Antenne hat, hat einfach auch schon verloren. Aber auch für den Raspberry Pi gibt es da Lösungen, wo man den Raspberry Pi als Node verwenden kann oder auch als Gateway. Dieses Auto-Gateway, was hat das? Bitte? Dieses Outdoor-Gateway für 399 Euro, was schafft das für Reichweiten? Naja, das dürfte. Das hängt auch davon ab, wo ist das aufgebaut, wo konnte ich meine Antenne aufbauen. Wenn ich jetzt in einer Hochhaussiedlung bin und kann das nur im ersten Stock am Balkon außen anbinden, wird die Reichweite nicht groß sein. Aber wenn ich jetzt in einer Reihenhaussiedlung bin und habe die Möglichkeit oben. Die Antenne oben an den ehemaligen Antennenmast anzumachen, dann dürfte man durchaus Kilometer Reichweite erreichen können. Wenn ich mich mit LoRaWAN beschäftigen möchte und möchte eine bidirektionale Kommunikation haben, was wäre dann der beste Bausatz, den ich mir derzeit so zusammenstellen könnte? Naja, normalerweise, also bei LoRaWAN ist es nicht möglich, von Node zu Node zu kommunizieren. Das heißt, es kommuniziert immer Node mit dem Gateway, die Daten gehen zum Netzwerkserver. Also für eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen zwei Nodes müsste man eine proprietäre Lösung, müsste man irgendwas selber schreiben, basteln. Die Software wäre weniger das Thema. Die Frage ist, welche Hardware dann eingesetzt werden muss oder kann. Also was kann ich sinnvollerweise, wenn ich suche? Da tut es natürlich auch jede Node. Man kann zwei Nodes nehmen und dann mit einer speziellen Firmware. Da muss man natürlich ein eigenes Netzwerkprotokoll, Netzwerkadressierung neu selbst erfinden. Kann man natürlich sagen, alles kein Thema. Haben Leute schon, hunderte von Leuten selber gemacht. Aber im Prinzip kann man mit zwei Nodes natürlich auch von A nach B funken oder wenn man drei hat, aber da braucht man irgendein Adressierungsschema, um die Knoten auseinanderzuhalten. Das muss man halt alles erfinden, schreiben, testen. Kann man alles machen, kein und Thema. Und die Hardware, also wo könnte ich am besten suchen, um mir so die Hardware, weil Software kann man ziemlich gut selber schreiben, aber Transistoren und Chips schnitzen ist für den Maker immer noch ziemlich aufwendig. Naja, sowas in der Art. Das wäre jetzt die günstigste Variante, so eine einfache Selbstbau-Node für, sage ich, 15 Euro und dann drei Stück auf den Tisch stellen nebeneinander und dann muss man jeweils die passende Firmware reinladen und dann wäre so ein privates Mesh-Netzwerk schon machbar. Wie sehr schränkt die Fair Access Policy von TTN im Alltag alles ein? Also bitte nochmal. Die Fair Access Policy von TTN, die es halt gibt mit den 30 Sekunden, meine ich, waren das. Wie sehr schränkt das quasi, ich habe mich damit noch nicht so viel befasst, aber wie sehr schränkt das quasi im Alltag für eine Anwendung einen ein? Ich denke mal nicht sehr stark, weil die Datenraten sind nicht sehr hoch. Man schickt, keine Ahnung, wenn ich Badesee überwache, reicht es, wenn ich alle halbe Stunde mal die Wassertemperatur schicke, die Message ist kurz. Also von daher denke ich, gibt es keine großen Einschränkungen.
Und ich denke auch, dass die Fair Access Politik auch nicht sehr rigoros durchgesetzt wird. Also ich denke, wenn sich das alles im Rahmen hält und man da nicht ohne Punkt und Komma Daten verschickt, denke ich, wird niemand was sagen. Also ja, ich halte es für unproblematisch. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Seid ihr mit dem Stand hier? Seid ihr mit dem Stand hier? Ja, wir sind neben den Freifunkern fast ganz vorne. Und gibt es bei den Raspberry-Leuten auch Gateways zu, Gateways zu kaufen? Bitte? Gibt es bei den Raspberry-Leuten Gateways zu kaufen? Glaube ich nicht, weil dann braucht man spezielle Adapterplatine, um die Mechanik zu machen. Möglicherweise noch ein DC-DC-Wandler für das Power-over-Ethernet. Man braucht dieses spezielle Konzentratorboard, das man üblicherweise separat kauft. Aber wie gesagt, bei TCN München machen wir ab und zu einen Gateway-Workshop und da bauen wir genau so was. Outdoor-Gehäuse aus Metall, Raspberry Pi Adapter. Dieses Konzentratorboard haben auch schon Erfahrungen mit Antennen. Also da einfach beim Meetup registrieren und dann kommen die Infos. Gut. Wenn es keine Fragen mehr gibt, bedanke ich mich. Ja, vielen Dank.